Willkommen zu einem Spiel, auf das ich sehr gespannt war. Die Rede ist von The Sinking City, ein Spiel, das auf der Welt von Lovecraft basiert. Der Mann, der unter anderem den Cthulhu-Mythos auf die Welt losgelassen hat oder das Necronomicon erfunden hat oder ganz viele andere schaurige Geschichten. Ja, wir spielen das heute gemeinsam auf dem PC. Alle Settings, alle Einstellungen sind natürlich hoch auf Ultra geschraubt. Das Spiel gibt es aber auch für die PS4 und die Xbox One, für die Konsolenspieler unter euch. Und das Ganze wird durch den Publisher Big Ben unterstützt. Großes Dankeschön geht raus. Wir starten jetzt ein neues Spiel. Links dazu findet ihr wie immer in der Beschreibung, falls ihr Interesse an diesem Spiel haben solltet. Ich bin gespannt, komplett in Deutsch. Soll auch sehr gut vertont sein. Schauen wir mal, was uns erwarten wird in The Sinking City. Yep, man merkt, wir sind hier definitiv in einem Lovecraft-inspirierten Universum. Riesige Tentakelmonster. Reisewerbung sollte man nicht trauen. Nein, sollte man nicht. Man sieht den Flyer, denkt sich wunderschön und dann Tentakelmonster. Was haben wir hier, eine Klappkamera? Ich bin ein Schnüffler, ein Privatdetektiv. Und als richtiger Detektiv habe ich natürlich eine Kamera. Eine Knarre. Wahrscheinlich meine. Hoffentlich muss ich meine Waffe nie benutzen. Auch wenn mir mein Bauchgefühl etwas anderes sagt. Also mein Bauchgefühl sagt mir, wir werden sie definitiv benutzen. Und ein Brief. Johannes van der Berg. Sehr geehrter Mr. Reed, ich habe Nachforschung in der Stadt Oakmont in Massachusetts angestellt. Wie sich herausstellte, hatten sie hinsichtlich ihrer Vision recht. Aus dem ganzen Land zieht es Menschen nach Oakmont, die ähnliche Visionen haben wie Sie. Von einer Stadt, die in den Fluten versinkt und einer großen, uns unbekannten Macht, die hier allgegenwärtig zu sein scheint. Glücklicherweise bin ich wohl auf die Ursache gestoßen, sowie auf die Person, die Ihnen diesbezüglich helfen könnte. Bitte brechen Sie alsbald nach Oakmont auf. Ich werde Sie dann gleich nach Ihrer Ankunft treffen und Ihnen helfen. Herzlich, Johannes van der Berg. Van der Berg, so, so. Und wie es scheint, sind wir bereits da. Wir haben Zutaten gefunden. Wir können also Dinge zusammenbauen und wir haben alle Hinweise gefunden. Hey, sind Sie der Captain von diesem Seelenfänger? Gehen Sie. Sehr freundlich. Gehen Sie. Okay, ich gehe ja schon. Da sind Sie ja. Mr. Charles Reed. Erfreut, Sie endlich persönlich kennenzulernen. Ganz meinerseits, Johannes van der Berg, zu Ihren Diensten. Ich hatte Ihnen doch versprochen, Sie gleich nach Ihrer Ankunft zu treffen. Ah, verbindlichsten Dank, Mr. van der Berg. Ich ging nicht davon aus, dass Sie das Wort wörtlich meinen. Nennen Sie mich einfach Johannes. Aber wo sind meine Manieren? Willkommen in Oakmont.
Diese Stadt hat zwar schon bessere Zeiten gesehen, aber es sind ihre wichtigsten Stunden. Der Mann hat ganz schön krasse Nasenhaare. Sie sagten, Sie würden jemanden kennen, der mir mit meinem Problem helfen kann. Die Visionen sind schlimmer geworden. Lebhafte Träume sind hier in Oakmont nichts Ungewöhnliches. Zufälligerweise ist Robert Throckmorton, der Herr, von dem ich Ihnen erzählt hatte, gerade hier am Hafen. Er scheut weder Kosten noch Mühen, um dieses Phänomen zu erforschen. Aber ich fürchte, er hat im Moment ein dringlicheres Problem. Und das da wäre? Wie erkenne ich Mr. Throckmorton? Keine Sorge, Sie können ihn gar nicht übersehen. Mr. Throckmorton, er sticht aus der Masse hervor. Was wollen Sie mir damit sagen? Der Mann ist unglaublich hässlich, oder? Ich brauche für die Zeit meines Aufenthalts hier in der Stadt eine Unterkunft. Sie als Einheimischer können mir doch bestimmt etwas empfehlen. Darum habe ich mich bereits gekümmert. Ich habe im Devil's Reef Hotel ein Zimmer auf Ihren Namen gemietet. Hier haben Sie den Schlüssel. Ein reizender Name. Ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse, Mr. Reed. Mr. Reed hat eine extreme Ähnlichkeit mit mir, zumindest was die Augen angeht. Wie gelangt man in Oakmont am besten von A nach B? Ich würde gerne meine Sachen im Hotel ablegen. Die meisten Einheimischen sind zu Fuß oder mit dem Boot unterwegs. Auch darum habe ich mich bereits gekümmert. Außerhalb des Hafens steht ein Boot für Sie bereit. Sehr zuvorkommend, Johannes. Können Sie mir noch sagen, wo sich das Devil's Reef Hotel befindet? Nehmen Sie diese Karte. Ich habe das Hotel und einige andere interessante Orte eingezeichnet. Okay, was sind genau interessante Orte? Andere interessante Orte? Zum Beispiel? Sie sind Privatdetektiv, richtig? Ich habe zum Beispiel die Polizeiwache, das Stadtarchiv und die Zeitungsredaktion markiert. Alles Orte, die Sie näher zur Wahrheit führen. Die Stadt ist geheimnisvoll und ziemlich eigen. Die Bewohner sind nicht besonders hilfsbereit. Daher sollten Sie wissen, wohin Sie sich wenden müssen, wenn Sie eine Spur verfolgen. Dankeschön. Wirklich, Johannes, netter Typ. Mit was verbringen Sie Ihre Zeit, Johannes? Ich leite einen Philosophieclub für gleichgesinnte Intellektuelle in der Stadt. Dort kreisen unsere Gedanken um Fragestellungen wie Motten um das Licht. Gibt es dieser Tage in Oakmont überhaupt ein Interesse an Philosophie? Ein höheres Bewusstsein erlangt man nur durch Leid, Mr. Reed. Geistige Klarheit stellt sich daher am ehesten in schweren Zeiten ein. Ich denke, das ist vorerst alles. Danke, dass Sie mir geholfen haben. Keine Ursache. Es war mir ein Vergnügen, Mr. Reed. Ach, bevor Sie gehen, wo finde ich Sie? Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Ich werde Sie finden. Okay, Johannes, damit hast du natürlich alle Klischees bedient. Sehr gut, gut gemacht. Verdammt, hier sieht's echt ganz schön mies aus. Dieses Spiel hier ist ein Open-World-Spiel. Wir können also jederzeit anscheinend die Spielwelt frei erkunden. Der Haken bei der Sache ist, dass da drüben jemand betet. Er betet die alten Fischgötter an. Nein, der Haken ist, man soll angeblich nicht so wirklich eine richtige Führung haben. Es gibt also keinen Marker, wo man hinrennen soll, sondern man muss sich auf eigene Faust alles zusammenreimen. Denn man ist ja ein hochintelligenter Detektiv. Eure billigen Ausreden interessieren mich nicht. Niemand verlässt den Hafen, bis mein Sohn gefunden wurde. Und dabei bleibt es. Verzeihen Sie. Sind Sie Robert Throckmorton? Ja, aber ich habe jetzt keine Zeit. Gehen Sie. Ich heiße Charles Reed und bin Privatdetektiv. Ich bin gerade aus Boston hier angekommen. Man sagte mir, Sie können mir vielleicht helfen. Privatdetektiv, sagen Sie? Nun ja, vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Darf ich fragen, was Ihrem Sohn zugestoßen ist? Warum interessiert Sie das, Neuankömmling? Wie gesagt, ich bin Privatdetektiv. Menschen aufzuspüren ist mein Spezialgebiet. Albert nahm an einer Tiefsee-Expedition teil, die ich ins Leben gerufen hatte. Dieser Taugenichts hier meinte, er habe gesehen, wie Albert in einem Rettungsboot an die Küste gespült wurde. Er sei kaum bei Bewusstsein gewesen und habe im Wahn in einer fremden Sprache vor sich hingemurmelt. Und dann soll er sogar versucht haben, den Kerl zu beißen. Aber Sie glauben ihm nicht. Ausgemachter Unfug ist das. Ich kenne Albert. Dank meiner Erziehung ist er
intelligent und hat eine gefestigte Persönlichkeit. Er ist der Beste seiner Art. Es muss jemand anderes gewesen sein. Alberts Verschwinden geht auf das Konto von Innsmouthern. Da bin ich mir sicher. Der Beste seiner Art und er hat jemanden gebissen. Ich meine, er ist sein Sohn. Das hier sieht aus wie ein Gorillamensch. Ich denke schon, dass er jemanden beißen könnte. Man sagte mir, ich könne mit Ihnen über Visionen reden. Über den Ausbruch einer Hysterie. Ich versuche, diesem Phänomen auf den Grund zu gehen. Ja, ein weiterer Neuankömmling mit einem Problem. Das kenne ich bereits zur Genüge. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Sie haben vielleicht Nerven. Mein Sohn Albert wird vermisst. Aber niemand in dieser von Innsmouthern verseuchten Stadt rührt einen Finger. Und dann wollen Sie auch noch mit mir über Visionen reden. Ich weiß nicht mal, was das für komische Dinger sein sollen. Sie scheinen auf Innsmouther nicht gut zu sprechen zu sein. Diese fischgesichtigen Verrückten fallen in diese Stadt ein, seit die Polizei Innsmouth niedergebrannt hat. Dreckige Migranten sind das, die schon die halbe Stadt an sich gerissen haben. Den Hafen, die Bezirke Grimhaven Bay, Salvation Harbor, The Shells. Sie sind einfach überall. Sie sind also sozusagen Flüchtlinge? Wenn sie einfach nur Flüchtlinge wären. Sie haben angefangen, für die hiesigen Fischer zu arbeiten und stellen sich gegen uns. Dabei ist die Familie Throckmorton ein Stützpfeiler dieser Stadt. Und die Verbrechensrate hat schwindelerregende Höhen erreicht. Ein großer, stinkender Misthaufen ist das, der nur Ärger macht. Ah ja, Sie sehen wirklich verdammt außergewöhnlich aus. Bitte verzeihen Sie mir meine Direktheit, aber jemanden wie Sie habe ich noch nie gesehen. Das liegt an der einzigartigen Erblinie der Throckmortons. Durch unsere Adern fließt besonderes Blut. Und wir sind stolz darauf. Mein Vater vereinigte sich mit der Angehörigen einer königlichen Familie. Der es zu verdanken ist, dass all unsere Nachkommen mit diesen herausragenden Merkmalen gesegnet sind. Ist das wirklich was Besonderes? Ich meine, okay, der Mann hat echt ein krasses Selbstbewusstsein. Mr. Throckmorton, gestatten Sie mir, Ihnen zu helfen. Ich habe viel Erfahrung darin, vermisste Personen ausfindig zu machen. Ich werde Albert finden. Was lässt Sie glauben, dass Sie Erfolg haben werden? Oakmont ist Neuankömmlingen gegenüber nicht besonders aufgeschlossen. Sagen wir einfach, dass ich manchmal Dinge sehe, die andere nicht sehen. Außerdem haben sie nichts zu verlieren. Und sie scheinen jede Hilfe zu brauchen, die sie kriegen können. Da haben sie nicht ganz unrecht, Neuankömmling. Vera. Vera? Entschuldigung, sagten Sie Vera? Was heißt das? Sie sollten sich mit dem Oakmonter Dialekt vertraut machen, Neuankömmling. Diese Verschmelzung verschiedener Sprachkulturen ist faszinierend, sofern man bereit ist, sich darauf einzulassen. Vera bedeutet so viel wie gut, womit ich zum Ausdruck bringen wollte, dass ich einverstanden bin. Verstehe. Danke. Ah ja. Okay, anscheinend müssen wir auch noch eine ganz spezielle Sprache lernen, denn von dem Dialekt kann man hier nicht reden. Ich muss mehr darüber wissen, was Albert zugestoßen ist. Dane. Haben Sie mir nicht zugehört? Ich habe Ihnen bereits alles gesagt. Albert ging auf Expedition und wurde dann an der Küste in einem Rettungsboot gefunden. Dieser Fischer brachte ihn angeblich zum Haus der Fischer und verließ es dann, um mich zu holen. Aber als ich hier ankam, fehlte von meinem Sohn jede Spur. Sonst noch etwas? In dem Haus muss etwas Schlimmes passiert sein. Am besten trödeln Sie nicht länger herum und sehen sich selbst dort um. Gut, man merkt schon, das Spiel ist sehr, sehr, sehr dialoglastig. Wo befindet sich das Haus, in das Ihr Sohn Albert angeblich gebracht wurde? Bei Cowhill, ich dachte, Sie sind Privatdetektiv. Wir stehen direkt davor. Ja, woher soll ich denn sowas wissen, ha? Gorillamann. Sie erwähnten ein Rettungsboot. Ist es noch irgendwo hier? Ja. Richten Sie Ihren Blick auf das Haus. Gehen Sie dann nach links, bis Sie einen Strandabschnitt erreichen, an den ein Zaun angrenzt. Dort ist das Rettungsboot. Okay. Ich würde zwar lieber das schöne Wetter genießen, Mr. Throckmorton, aber ich mache mich besser an die Arbeit. Finden Sie meinen Sohn, Neuankömmling. Und zwar schnell. Yes, Mr. Gorilla, Sir. Okay, also.
Er hat gemeint links. Vielleicht erstmal das Boot anschauen. Hier oben ist aber nichts. Und wir stehen doch direkt vor dem Haus. Oh, wir schauen uns mal ein kleines bisschen hier am Rand um. Kann man sprinten? Hat er gerade mit einer Schaufel zugeschlagen? Okay, hier kann man sprinten. So. Wer bist du denn? Ich habe schon alles gesagt, was ich weiß. Aha. Machen Sie keinen Blödsinn, Neuankömmling. Und lassen Sie Ihre Hände da, wo ich Sie sehen kann. Bin ich ab jetzt immer der Neue? Gut, dieses Haus scheint ja schon mal nicht zu meinen. Und hier drüben sehen wir eine Lupe. Wir sehen eine Lupe, die genau hierhin zeigt. Die Welt ist ganz schön bizarr. Man könnte meinen, wir sind in unseren Visionen gefangen. Wirklich viel mit der Realität hat das Ganze hier echt nicht gemeinsam. Entschuldigen Sie. Hört ihr dieses komische Geräusch? Kommen Sie nur, Neuankömmling. Lobpreisen Sie mit uns die See. Ist das jetzt mein neuer Name? Neuankömmling? Bin ich jetzt für immer der Neuankömmling? Es wird hier wohl permanent regnen. Überall total die zerschundenen und zerbersteten Boote. Ein kleines Haus. Aber nichts, was irgendwie von Bedeutung ist. Und hier geht's rüber zu einer Bar. Gut, schauen wir uns mal die Karte an. Also, Fragezeichen, Haus der Fischer. Also doch hier rein. Stehen wir doch direkt davor, wie er es gesagt hat. Wie kann ich das hier öffnen? Ach, man geht einfach durch. Okay. Gut, ich habe mal wieder zu kompliziert gedacht. Man kann einfach durchgehen. Und wie es scheint, ernähren sich hier alle von Fisch. Und anderen widerlichen Tentakeldingern. Was haben wir denn hier? Der Schlafplatz des Hundes sieht besser aus als der seines Besitzers. Das stimmt. Der Hund weiß, wie man sein Bett reinigt. Das Buch ist feucht und beschädigt, wurde aber offensichtlich pfleglich behandelt. Gedrückt halten. Spritzen, Patronenhülsen und Schießpulver. Also stelle ich meine Munition selbst her, wie es scheint. Der Ofen brennt. Wenn da noch ein Symbol ist, kann man das nur einmal untersuchen. Der Schlafplatz des Hundes sieht besser aus als der seines Besitzers. Okay, man bekommt nur eine Information. Nicht angenehm, hier durch die Gegend zu wandern. Aber wie es scheint, geht es hier nach oben. Was haben wir, ha? Ich bin gespannt, was Sie finden werden, Neuankömmling. Schau mal hier. Direkt Handabdrücke. Man muss enorm viel Kraft aufwenden, um so einen Schrank zu bewegen. Geschweige denn umzuwerfen. Aber wir sehen auch Blut. Hallo? Hey. Können Sie mich hören? Oh, mein Kopf. Was? Wer sind Sie? Sind Sie von der Polizei? Ich habe denen schon alles gesagt. Schon gut. Charles Reed, Privatdetektiv. Mr. Throckmorton hat mich damit beauftragt, seinen Sohn zu finden. Oh, okay. Was wollen Sie? Infos, mein Junge. Ich will Infos. Ich will wissen, was hier passiert ist. Jedes kleinste Detail. Ich kann mich nicht an viel erinnern. Paul, Louis und ich, wir drei waren hier. Das ist unser Haus. Barry war draußen und hat gearbeitet. Dann hat er plötzlich Throckmortons Sohn reingetragen. Er war bewusstlos und hat kaum geatmet. Anschließend ist Barry wieder raus, um Robert Throckmorton zu holen. Und dann? Wir haben den Burschen in Louis' Zimmer gebracht. Dann hat er plötzlich angefangen, komische Geräusche zu machen und... Oh, mir wäre fast der Kopf geplatzt. Er kam wieder zu Bewusstsein und... ab da weiß ich nichts mehr. Dann war alles wie ein Traum. Überschwemmte Straßen, ein schlafender Riese, eine Stimme, die nach mir rief. Oh. Kommt mir bekannt vor. Der schlafende Riese? Meint ihr vielleicht dieses komische,
Maul, das wir gesehen haben, ganz am Anfang? Erzählen Sie mir etwas über sich. Ich heiße Will. Will Hammond. Ich bin Fischer, so wie alle, die hier wohnen. Ich, dann Paul, der arme Kerl, Barry und der Innsmouther Lewis Flynn. Wir sind nach der Flut hierher gezogen. Davor habe ich für die Eisenbahn gearbeitet, aber da geht nichts mehr, also wurde ich Fischer. Ich hatte die Wahl. Entweder fischen oder sterben. Wo sind Ihre Mitbewohner? Da, auf dem Boden, das ist Paul. Möge Kaul seiner Seele gnädig sein. Barry steht draußen bei Mr. Throckmorton. Der Glückspilz hat von all dem nichts mitbekommen. Aber ich habe keine Ahnung, wo Lewis und der Sohn von Mr. Throckmorton jetzt stecken. Ich befürchte langsam das Schlimmste. Wer zum Geier ist das dann? Wer ist denn dieser Kaul? Zeigen Sie ein bisschen mehr Respekt, Neuankömmling. Kaul ist der Herr, das Licht, die Liebe. Tut mir leid, das wusste ich nicht. What the fuck? Ein Kult? Ein Gott? Wissen Sie, wie Paul zu Tode kam? Nein, als ich wieder klar im Kopf wurde, war er schon tot. Kaul hab ihn selig. Belassen wir es für den Moment dabei. Passen Sie auf sich auf, Will. Bitte, Sir. Sie sind Detektiv. Sagen Sie mir die Wahrheit. Könnte ich es gewesen sein? Habe ich Paul auf dem Gewissen? Oh, Kaul. Habe ich ihn getötet? Das weiß ich noch nicht, Will. Versuchen Sie, sich hier ein wenig auszuruhen. Die Polizei hat sowieso die Gegend abgeriegelt. Hoffentlich schlafe ich nicht ein und habe dann Albträume. Habe ich Narben an meinem Hals? Von der Schlinge oder habe ich mir versucht, die Kehle aufzuschneiden? Tut, tut. Genau. Genau, Charles, genau, das dachte ich auch gerade. Oh. Man kann kaum das Gesicht dieses armen Kerls erkennen. Ah. Es wurde förmlich zu Brei geschlagen. Ah ja. Hallo? Ich habe gehört, das Spiel soll ziemlich abgedreht sein. Der Anfang soll ein bisschen trocken sein. Haben mir die Entwickler sogar geschrieben. Okay, ist der Anfang ein bisschen trocken. Aber es soll richtig durchwerden. Wundert mich, dass hier nicht das Foto von jemandem hängt. Von unserem Affenfreund? Inneres Auge. Okay, ich habe das dritte Auge. Und jetzt? Mit dem dritten siehst du mehr? Was haben wir hier? Oh, eine Uhr. Können wir sie vielleicht öffnen? Hiermit vielleicht... What? What? Gonna, Nechri, Gonna, Gebheil. Genau dasselbe habe ich auch gerade gedacht. Okay. Okay. Was ist das hier? So ein Messer habe ich noch nie gesehen. Allerfeinste Handwerkskunst. Ja, das stimmt. Wir haben ein Messer gefunden. Die Prohibition scheint in Oakmont keine allzu große Wirkung zu zeigen. What the hell? So sehen also Innsmouther aus. Inzess-Fisch-Maul-Monster. Auf welchem Trip bin ich denn jetzt? Nimm das, Affengesicht. Jetzt! Moment, nimm das Affengesicht? Drei Männer wollten den Affenjungen fertig machen. Was geschieht mit mir? Unser Affenfreund hebt ab. Die Männer bekommen Panik. Weg. Okay, dann wollen wir mal sehen. Ja, lauf nur weg! Moment, wir wollen die Reihenfolge machen. Ja, dann logischerweise... Was haben wir hier denn? Hier komme ich doch gar nicht hin.
Ah doch, jetzt irgendwie. Nein. Ach Moment, ich muss hier drüben rein. Okay. Das ist die 1. Das ist die 2. Nimm das. Das ist die 3. Ja, lauf nur weg. Als Albert Throckmorton aufwachte, war er nicht mehr er selbst. Er attackierte die Fischer und seine Hysterie griff auf sie über. Er wurde verwundet und floh. Boom! Ich bin gespannt, was Sie finden werden, Neuankömmling. Kumpel, ich habe alles gefunden. Kann ich hier raus? Gedankenspiele sollen wir uns anschauen. Was haben wir hier? Albert kehrt von Sinn zurück. Das müssen wir jetzt wahrscheinlich hier verbinden. Albert griff die Fische an. Damit hätten wir schon mal dieses Puzzleteil gelöst. So, dann haben wir aber hier noch eins. Das können wir auch direkt verbinden. Einer der Fischer wird vermisst. Albert ergriff, verwundet die Flucht. So. Nach der Auseinandersetzung im Haus der Fischer lief Albert davon und wurde von Louis, einem der Fischer, verfolgt. Mit einem übersinnlichen Kräften sollte ich sie aufspüren können. Okay, mit meinen übersinnlichen Kräften. Dann setzen wir die mal ein. Denn hier unten ist noch eine weitere Spur. Hier wurde heftig gekämpft und jemand versuchte zu fliehen. Können wir hier runterspringen, ohne dass ich mir alle Knochen breche? Anscheinend funktioniert das. Alles klar, Freunde, folgen wir mal der Spur. Gequält von Visionen. Eine Patronenhülse. Der Fischer hat Albert also verfolgt und dabei sogar auf ihn geschossen. Er wurde gejagt und es wurde geschossen. In diese Richtung. Neuer Hinweis für Gedankenspiel. Aber wo sind sie hin? Meine Visionen enden hier. Aber wo verflucht sind sie hin? Hier unten gibt's ja nichts. Okay, wir gehen nochmal zurück an die Ausgangsposition. Er rennt hier lang. Läuft hier. Läuft hier. Läuft hier. Dann hier drüben. Und ist wahrscheinlich hier hochgeklettert. Okay, wir sind ihm auf der Spur. Schaut euch diese ganzen Abdrücke an. Alles klar, er ist auf jeden Fall hier rein. In dieses Gebäude. Aber warum besitzen wir diese krassen Fähigkeiten? Ein Lager haben wir gefunden. Und in dem Lager finden wir Alkohol. Wahrscheinlich deswegen. Meine geheime Superkraft ist Alkohol. Was ist das hier? Es sieht aus wie ein Kissenbezug. Hm, da steckt etwas in der Tasche. Ach, das ist eine Tasche gewesen. Nachricht mit Blutflecken. Louis, bitte gib ihm noch eine Woche. Ich habe meine Schulden nicht vergessen, aber so wie bei allen anderen auch, läuft es im Moment einfach nicht gut. Die Bullen schnüffeln die ganze Zeit am Hafen herum. Wie soll ich da meine Vorräte für die Bar aufstocken? Aber keine Sorge, ich habe gute Leute an der Hand, die mich wahrscheinlich bald regelmäßig beliefern können. Nur noch eine Woche, dann kann ich dir das Geld mit doppelten Zinsen zurückzahlen, Peter. Okay, es ging um Geld. Das Blut ist frisch. Wer auch immer hier geblutet hat, kann nicht weit gekommen sein. Es ging um Geld, es ging um Schulden. Okay, hier habe ich wieder ein bisschen Schießpulver gefunden. Eine alte Kasse. Und eine Tür, die fake ist. Immer diese Fake-Türen. Und hier oben geht's auch nirgendwo hin. Tja, wie es scheint, wird hier permanent Fisch verwertet. Denn überall, wo man hingeht, Fisch. Noch mehr Blut. Schauen wir mal hier rein. Patronenhülsen. Nun, dann haben wir nur noch eine Sache. Und zwar das hier. Die Tür gibt nicht nach. Können wir sie aufschießen? Easy going halt. Yes! Oh fuck! Oh fuck, was bist denn du?
Was habe ich hier eben gerade erschossen? Eine Vagina mit Händen? Okay, in dem Spiel gibt es anscheinend wirklich Vaginas mit Händen. Was ist das hier, ein Wal? Tja. Ein Einschussloch in der Stirn. Der Schuss war tödlich und wurde gezielt abgegeben. Das Ding hat sich aufgelöst. Okay, ich habe ein neues Gedankenspiel. Aber das dritte Auge, sehen wir sonst irgendwas Spannendes noch hier? Gut, schauen wir rein. Also. Das hier müsste passen. Louis wollte Albert womöglich töten. Dafür muss man kein Meisterdetektiv sein. Kann man das verbinden? Nein. Aber das hier. Er könnte sich in der Bar verstecken. Jetzt haben wir nur noch den hier. Der Junge wurde ermordet. Sonst irgendwelche Hinweise hier? Ein Einschussloch in der Stirn. Der Schuss war tödlich und wurde gezielt abgegeben. Yes, das wissen wir bereits. Gehen wir mal auf die Karte. Okay, alle Hinweise wurden hier gefunden. Dann sind wir hier offiziell durch. Aber warum fahren wir gerade so einen miesen Trip? Alles wirkt irgendwie verschwommen und... Jetzt hat's aufgehört. Okay. Alle Schlüsselhinweise gefunden. Wir wissen, irgendwo hier gibt's noch eine Bar. Wo sich der Täter... Der Mörder... Verstecken könnte. Nun, Daddy, Bad News. Mr. Throckmorton, ich bin auf seltsame... Was? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hier in der Gegend trifft man ungewöhnliche Kreaturen an. Und sie sind beileibe nicht friedfertig. Das sind Wildbeester, Mr. Reed. Ehrlich gesagt wundert es mich, dass sie noch am Leben sind. Wir haben diese Plagegeister hier seit der Flut. Ich habe Studien in Auftrag gegeben, aber bisher wissen wir nicht viel mehr als zuvor. Sie sind aggressiv, aber glücklicherweise kann man ihnen mit Schusswaffen Einhalt gebieten. Ja, davon konnte ich mich selbst überzeugen. Versuchen Sie, diese Biester zu meiden, wann immer es möglich ist. Und halten Sie stets eine Waffe bereit, für den Fall, dass es Ihnen irgendwann einmal nicht möglich ist. Mr. Throckmorton, leider habe ich schlechte Neuigkeiten. Oh nein. Ich habe Ihren Sohn im Untergeschoss eines Lagers hier in der Nähe gefunden. Es tut mir leid, aber er wurde ermordet. Jemand schoss ihm in den Kopf und versteckte dann die Leiche. Nein. Nein, nein. Ich kann es nicht glauben. Das darf nicht wahr sein. Nein! Mein Beileid, Mr. Throckmorton. Ich hatte gehofft, die Sache würde ein gutes Ende nehmen. Mein armer Junge. Unser Blut, sinnlos vergossen für nichts und wieder nichts. Ihre Beileidsbekundung macht ihn auch nicht wieder lebendig. Sagen Sie mir, dass Sie wissen, wer es war. Ich will dem Mörder in die Augen sehen und hören, wie er um Gnade winselt. Ah, ich bin mir noch nicht 100% sicher, oder? Ich weiß es nicht genau. Es gibt zwar Verdächtige, aber ich muss weiter ermitteln. Ha! Was für ein Privatdetektiv sind Sie überhaupt? Ein gründlicher. Wenn ich herausgefunden habe, wer der Mörder ist, gebe ich Ihnen Bescheid. Bis dahin wird niemand den Hafen verlassen. Finden Sie den Mistkerl, dann helfe ich Ihnen bei allem, was Sie wollen. Ich meine, können wir wirklich sagen, es war Louis der Fischer? Können wir das wirklich sagen? Ist nicht so leicht, ne? Es könnte der Fischer gewesen sein, aber es könnte auch genauso gut jemand anderes gewesen sein. Sag mal, wie oft kann man das Ding hier looten? Ich finde irgendwie immer wieder Patronenhülsen und Pulver. Uns fehlen hier noch Hinweise, aber keine wichtigen. Wahrscheinlich irgendwas Kleines oben noch. Nun... Nun. Was haben wir denn hier? Der Hafen.
Hier oben wäre mein Hotel. Ich finde, da sollten wir erstmal hingehen. Oder wollen wir Lewis ans Messer liefern? Hier haben wir ein Boot. Die Karte scheint auch recht groß zu sein. Boah, die ist wirklich verdammt groß, die Stadt. Nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob ich den Jungen ans Messer liefern soll. Am Ende war er unschuldig. Und ich habe ihn praktisch töten lassen. Kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren? Ich weiß nicht. Da drüben ist eine Bar. Gehen wir erstmal dahin. Haben Sie eine Patrone übrig? Hab seit Tagen nichts gegessen. Und da hilft eine Patrone? Ist das die Währung hier? Patronen? Seien Sie auf der Hut. Unten treiben sich Monster herum. Die sind überall. Monster, ja. Jetzt, wo der Hafen geschlossen ist, verteilen die Carpenters bestimmt kein Essen mehr. Hat irgendjemand Hinweise für mich? Ey, du, Barmann. Willkommen im Under the Keel. Was darf sein? Was es sein darf? Ich will Lewis finden. Ich suche jemanden namens Lewis Flynn. Ist er zufällig hier? Selbst wenn ich es wüsste, würde ich es einem Neuankömmling sicher nicht sagen. Das bedeutet, du willst meine Hilfe, oder? Zufällig weiß ich, dass Sie bei Mr. Flynn Schulden haben. Ich habe Ihre Nachricht an ihn unweit von Albert Throckmortons Leiche gefunden. Dem Sohn von Robert Throckmorton. Lewis steckt also offensichtlich in Schwierigkeiten und es ist gut möglich, dass er sich hier versteckt. Wenn Sie ihn verpfeifen, kann er nicht mehr seine Schulden eintreiben, verstehen Sie? Throck, das erklärt das ganze Blut. Also gut. Wenn ich damit mein Problem los werde, rede ich. Und? Er ist oben. Hier haben Sie den Schlüssel. Sie müssen mir versprechen, dass ich ihn ein für alle Mal los bin. Aber hier drin wird nicht geschossen, ja? Eine kluge Entscheidung. Jeden Tag eine gute Tat. Für heute haben Sie Ihr Soll erfüllt. Er hat einen Mann umgebracht. Also ich weiß ja nicht. Ich habe hier in der Nähe beängstigende Kreaturen gesehen. So etwas ist mir noch nie untergekommen. Was zum Teufel sind das für Dinger? Sie sind wohl auf Wildbeester gestoßen, Neuankömmling. Niemand weiß etwas über sie. Und sie können froh sein, dass sie noch leben. Die haben wir hier seit der Flut. Einige sagen, sie kommen einfach aus dem Meer. Andere glauben, dass Kauil uns mit ihnen bestraft. Und was meinen Sie? Was blutet, kann man auch töten. Halten Sie hier immer Ihre Waffe bereit. Und falls Sie mal schreckliche Erinnerungen auslöschen wollen, verkaufe ich dafür hier genau das Richtige. Und noch ein Ratschlag. Lieber feige sein und leben, als tapfer sein und sterben. Aber eigentlich sollte ich das einem Neuankömmling gar nicht sagen. Alter Mann, glaubst du, auf die Weisheit wäre ich nicht von alleine gekommen? Wiedersehen. Okay, wir haben den Schlüssel. Gott, die Leute hier sind echt arme Schweine. Ich meine, diese Biester sind ja wohl nicht das Ungewöhnlichste. Was? Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ich verschwende ja schon. Ich mache mir ja ganz, ganz andere Sorgen, Charles. Hey, wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Charles Reed, Privatdetektiv. Mr. Throckmorton beauftragte mich damit, seinen Sohn Albert zu finden. Nun sollten Sie wissen, warum ich hier bin. Throck, dieser verfluchte Barkeeper. Das war alles die Schuld dieses verrückten Affen, hören Sie? Ganz ruhig. Ich will nur mit Ihnen reden. Vorerst. Aber wenn Sie nach Ihrer Waffe greifen, liegen Sie schneller tot auf dem Boden, als Sie ausgleichende Gerechtigkeit sagen können. Ich habe nichts zu verbergen. Das werden wir jetzt rausfinden. Fuck, ich meine, du machst dir Sorgen über diese Vaginas mit Händen? Ich meine, was ist das? Affenmenschen gegen Fischmenschen? Erzählen Sie von Anfang an. Was ist passiert? Wir waren im Haus. Also Paul, Will und ich. Barry wollte raus aufs Meer. Obwohl ich ihm gesagt habe, dass das Pech bringt. Wenn er auf mich gehört hätte, wären wir alle noch am Leben. Kommen Sie, Lewis. Bleiben Sie bei der Sache. Gut, also Barry hat dann diesen verfluchten Affen angeschleppt. Ganz stolz hat er sich laut ausgemalt, wie viel Geld uns Mr. Throckmorton wohl für die Rettung seines Sohnes geben wird. Aber dieser Affe,
Er war bewusstlos und als er aufgewacht ist, hat er herumgeschrien und uns angegriffen. Danach erinnere ich mich an nichts mehr. Aber er hat doch den Jungen verfolgt. Warum sehen Sie so aus? Warum sind Sie so hässlich? Was? Warum sehen Sie... Ihr Gesicht, es ist... Sie sind gekommen, um mich zu beleidigen, weil ich anders aussehe als Sie. Wollen Sie mich bespucken und vor Ihren Freunden herumtuscheln? Denken Sie, ich kenne das alles nicht? Tut mir leid. Ich wusste nicht, wie ich es anders sagen soll. Jemanden wie Sie habe ich noch nie gesehen. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Die Körper der Innsmouther wurden von der See gesegnet. Leute wie mich gibt es hier viele. Also gewöhnen Sie sich besser an diesen Anblick. Wir sind stolz darauf, wer wir sind. Warum sind die hier alle so unverschämt selbstbewusst? Ich meine, der eine sieht aus wie ein Gorilla. Der sieht aus wie ein fucking Fischfrosch-Mensch. Und er sagt, hey, geil. Geil, Alter. Ich bin Segen. Ich bin gesegnet hässlich. Sie haben ohne Vorwarnung einfach abgedrückt. Und als Albert geflohen ist, haben sie ihn sogar verfolgt. Warum? Ich erinnere mich nicht. Als er aufgewacht ist, war es so, als würden mir die Sinne vernebelt werden. Das Erste, woran ich mich danach erinnere, ist dieses verdammte Lager. Und dass ich voller Blut war. Ich hatte nicht den Hauch einer Ahnung, was passiert war. Aber dachte mir schon, dass es etwas mit dem Affen zu tun hat. Tja, und ich hatte recht. Mir ist zu Ohren gekommen, dass die Innsmouther und die Throckmortons sich nicht sonderlich gut verstehen. Können Sie mir mehr dazu sagen? Diese Affen verabscheuen uns seit dem Moment, als wir in Oakmont aufgetaucht sind. Unsere Stadt wurde dem Erdboden gleichgemacht. Irgendwo mussten wir doch hin. Die Blackwoods, eine der großen Familien hier, haben uns sofort geholfen. Andere waren nicht so gastfreundlich. Wir haben Arbeit, Essen und Medikamente gebraucht. Aber der Stadt war das egal. Und dann? Um jeden Brotkrumen mussten wir kämpfen. Und diese Throckmortons oben in ihrem Palast haben es uns nur noch schwerer gemacht. Dauernd haben sie was hinter unserem Rücken ausgeheckt und die Leute gegen uns aufgehetzt. Und tun es noch immer. Ich hoffe, irgendwann werden sie so leiden, wie wir gelitten haben. Das sind wirklich verdammt harte Worte, oder? Sie erwähnten große Familien. Was genau meinen Sie damit? Sie sind ein Neuankömmling. Das erklärt natürlich einiges. Ja, ein Neuankömmling mit einer Waffe. Beantworten Sie die Frage. Schon gut. Hier dreht sich viel um Blutlinien, Traditionen, Ansehen. Diejenigen, die hier das Sagen haben, stammen aus den Familien, die man hier große Familien nennt. Da gibt es zum Beispiel die Carpenters, die einen Großteil der Unterwelt hier in der Stadt in ihrer Hand haben. Und die Blackwoods, die über die Familie Marsh mit den Innsmouthern verwandt sind. Und, lassen Sie mich raten, die Throckmortons. Genau dieses dreckige Affenpack. Da die meisten Angehörigen der Familie Blackwood nicht mehr hier sind, ist da niemand mehr, der uns Innsmouther beschützt. Das, was Albert angetan wurde, scheint nicht aus dem Affekt heraus geschehen zu sein. Ein gezielter, tödlicher Schuss in den Kopf, eine versteckte Leiche, sieht ganz nach einem wohlüberlegten Mord aus. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich war nicht ich selbst. Ich denke, ich weiß, was ich wissen muss. Bitte, Mr. Reed, sagen Sie Throckmorton nichts. Was auch immer ich getan habe, wollte ich nicht tun. Das schwöre ich. Haben Sie Erbarmen, bitte. Was soll denn nur aus meiner Familie werden? Ohne mich wird sie verhungern. Oh, fuck. Ich meine, schaut euch seine fischigen Augen an. Ich werde den Mund halten, denn irgendwie glaube ich dem Alten. Ich werde ihm nichts sagen. Kaum jemand zweifelt daran, dass hier in der Gegend der Wahnsinn Einzug gehalten hat. Und ich bin geneigt zu glauben, dass auch sie ihm zum Opfer gefallen sind. Außerdem wäre es herzlos, eine Familie zu zerstören, die ohnehin schon so viel durchmachen musste. Oh, ich danke Ihnen, Mr. Reed. Danke. Der Hafen ist übrigens noch abgeriegelt. Was werden Sie jetzt tun? Hier in meinem Versteck bleiben, nehme ich an. Was anderes bleibt mir kaum übrig. Die Straßen sind voll mit Polizisten. Ich lasse mir etwas einfallen, das ich Throckmorton auftischen kann. Und Sie sollten von hier verschwinden, sobald es möglich ist. Nochmals danke, Sir. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Alter, ich bin doch so drauf, oder? Ich meine, schaut euch meine Augen an. Ich bin so hart drauf.
Gut. Und jetzt? Willentlich. Mhm. Also, jetzt habe ich aber schon geschworen. Louis war sich seiner Tat bewusst. Louis handelte im Wahnsinn. So. Louis wurde vom Wahn gelenkt. Jetzt hätten wir das. Jetzt hätten wir das. Alle Hinweise. Okay. Ich glaube ihm. Ich meine, können diese glasigen, glubschigen, glibbrigen Fischaugen lügen? Ich glaube nicht. Und irgendwie finde ich die Fische sympathischer als die Affen. Ich bin mal gespannt, wie die anderen Familien aussehen. Was zur... Was ist das denn? Soll das eine Ratte sein? Mit Tentakeln? Oh, goddammit, Lovecraft. Ich konnte den Mörder ihres Sohnes aufspüren. Aber er wurde von diesen... Dingern angegriffen, die in den Gassen umherstreifen. Sie rissen ihn förmlich in Stücke. Es war der Innsmouther Louis, einer der Fischer. Das Blut ihres Sohnes klebte an ihm und lockte vermutlich diese Kreaturen an. Sind Sie sich sicher, dass es die Leiche dieses Fischers war? Ganz sicher. Von ihm sind zwar nur noch ein paar Knochen und Fleischfetzen übrig, aber ich fand dort auch dieses Stück Stoff. Es stammt von seiner Jacke. Fragen Sie seine Freunde. Tja, was will man machen? Eigentlich stand es mir zu, Rache zu nehmen. Gegen diese Wild Beaster muss etwas unternommen werden. Dennoch, der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Und jetzt kenne ich wenigstens die Wahrheit. Danke. Mr. Throckmorton, ich will nicht lästig sein, aber denken Sie, dass Sie mir jetzt helfen können? Ja, das bin ich Ihnen schuldig. Bei Cowell, wenn man darüber nachdenkt. Ein Neuankömmling, der gerade erst von Bord gegangen ist, muss ein Verbrechen aufklären, weil die Polizei unfähig ist. Aber ich schweife ab. Helfen Sie mir auf die Sprünge. Was führt Sie nach Oakmont? Nun, so bin ich eben. Ich komme an Land, sehe einen Affen, sehe einen Fisch und bumm, löse ich einen Mord. Ich habe das Gefühl, dass ich verrückt werde, Mr. Throckmorton. Ich sehe sonderbare Dinge, Visionen. Und ich will, dass es aufhört. Mich zog es hierher, oder ich wurde geführt, ich weiß es nicht. Jedenfalls glaube ich, dass die Ursache für diesen Wahnsinn hier in Oakmont zu finden ist. Sie täuschen sich nicht, Mr. Reed. Nach der Flut kam es hier in Oakmont zu einer unerklärlichen Hysterie, die sich immer mehr auszubreiten scheint. Ich finanziere eine Expedition zur Erforschung der geologischen Aktivitäten, die hier seit kurzem auftreten und dafür verantwortlich sein könnten. Hängen diese Fälle von Hysterie mit bestimmten Visionen zusammen? Seit der Flut haben viele Oakmonter Albträume, die sich ähneln. Sogar die Leiterin meiner Expedition, Professor Harriet Doe, klagte über derartige Visionen. Ruinen unter Wasser in einem ungewöhnlichen architektonischen Stil. Ein schlafender Riese. Überschwemmte Straßen. Eine Stimme, die aus den Tiefen ruft. Genau so beschrieb sie ihre Vision. Dann schlug sie die Expedition vor, weil sie verzweifelt war und die Ursache für die Visionen finden wollte. Ich habe das Gefühl, wir sind nicht mal mehr auf diesem Planeten. Nicht mal mehr in dieser Dimension. Wie kann das Amerika sein? Ich meine, das ist doch Wahnsinn. Warum gerade eine geologische Expedition? Es gibt Grund zur Annahme, dass die Flut und dieser Wahnsinn auf ein und dieselbe Ursache zurückzuführen sind. Wie im Kleinen, so im Großen. Daher heuerte ich Wissenschaftler an. Sie erwähnten die Flut. Sie denken, da steckt mehr dahinter als eine Naturkatastrophe? Sie waren nicht hier, als die Flut kam, Mr. Reed. Was geschehen ist, lässt sich wissenschaftlich nicht erklären. Hat Ihre Expedition schon etwas gefunden? Das weiß ich nicht. Albert war auch bei der Expedition mit dabei. Sein Tod kann kein Zufall sein. Warum war er allein am Hafen? Wo stecken die anderen? Tja, Fragen,
und ich werde die Antworten finden. Denken Sie, Ihr Sohn wurde getötet, weil die Expedition etwas entdeckt hat? Ist das so unwahrscheinlich? Eine Woche lang hörte ich nichts von den Teilnehmern der Expedition. Und dann taucht Albert in einem Boot auf und wird kurzerhand ermordet. Klingt in der Tat verdächtig. Mr. Reed, ich will, dass Sie herausfinden, was hier los ist. Ich gehe stark davon aus, dass Sie an den Ergebnissen der Expedition ein ebenso großes Interesse haben wie ich. Nun, da liegen Sie verdammt richtig. Aber ich brauche Geld, Affenmann. Wer kommt für meine Ausgaben auf? Sobald Sie Ihre Ermittlungen abgeschlossen haben, werde ich für Ihre Ausgaben aufkommen. Und natürlich werden Sie auch für Ihre Arbeit hier am Hafen entlohnt. Zudem erhalten Sie von mir einen fairen Vorschuss in Form von Patronen. Patronen? Der Dollar ist hier nichts mehr wert, Mr. Reed. Seit der Flut gehen die Menschen in Oakmont Tauschgeschäften nach. Patronen sind hier nützlicher als Papierscheine mit Zahlen drauf. Das stimmt. Metro lässt grüßen. Wenn ich etwas über die Expedition in Erfahrung bringen soll, muss ich mehr wissen. Wo soll ich mit meinen Ermittlungen beginnen? Ich gebe Ihnen die Adresse des Hauptquartiers der Expedition und den Schlüssel. Soll das alles sein? Lassen Sie mich eins klarstellen, Reed. Sprechen Sie nie wieder in diesem Ton mit mir. Tut mir leid, Mr. Throckmorton. Aber Sie müssen verstehen. Je mehr ich weiß, desto effektiver kann ich ermitteln. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ich finanziere zwar die Expedition, aber sämtliche Vorbereitungen wurden von Professor Doe und Albert getroffen. Wenn Sie Ihre Ermittlungen abgeschlossen haben, finden Sie mich auf dem Anwesen der Familie Throckmorton. Es befindet sich im Bezirk Old Grove. Hier, ich zeige es Ihnen. Okay. Wir müssen also Nachforschungen auf eigene Faust mal wieder einleiten. Was irgendwie klar war, oder? Verschollen im Meer, mein neuer Fall. Und es hört nicht auf zu regnen. Es hört nicht auf zu regnen. Tja, wie es scheint, habe ich mein Hotel gefunden. Und die Visionen haben mich gefunden. Mein Tagebuch, Teil 1. Ich weiß nicht, warum die USS Cyclops gesunken ist. Ich erinnere mich nur an Schreie, knarzendes Metall, hereinströmendes Wasser und die schlimmsten Kopfschmerzen, die ich je hatte. Ich fand mich im Wasser, umgeben von Seetang, wieder und konnte mich auf eine kleine Insel retten. Als man mich dort fand, war ich halb verhungert, murmelte im Wahn Dinge über uralte Ruinen und ihre Bewohner. Angeblich war nichts davon real. Aber ich erinnere mich ganz genau und die widernatürlichen Fähigkeiten, die ich seitdem habe, bekräftigen dies. Ich entdeckte auf dieser Insel etwas Altes, Finsteres, Schreckliches. Und es verfolgt mich noch immer. Ich habe also Kräfte von der Insel. Die Mannschaft der Cyclops. Die Cyclops. Semper Fortis, Brüder. Ja, ich habe diese Kräfte hier. Auf der Rückseite befindet sich nichts. Warum genau, wissen wir nicht. Wir wissen nur, ich habe sie von der Insel. Oh, wir haben eine Garderobe. Ein Mantel. Ja, das ist... sehr schick. Sehr, sehr schick. Was haben wir hier drüben?
Laudanum, war mir klar, dass er sowas nimmt. Ah, egal wie viel von der Medizin ich nehme, die Visionen hören einfach nicht auf. Teufelszeug, süchtig. Alter, was hier alles gibt? Kultist? Ui. Kultist. Interessant. Mr. Reed, Sie gehören zu den wenigen Menschen, die Leute wie mich gut behandeln, und dafür möchte ich Ihnen mit einem Ratschlag danken. Verschwinden Sie von hier, retten Sie Ihr Leben und überlassen Sie diese Dorch... Was? Drochstadt? Drochstadt? Den Tiefen. Stochern Sie nicht in den Geheimnissen von Oakmont herum. Sie sind hier nicht wert. Was? Sie sind es nicht wert. Es gibt hier nichts mehr, das einem lieb und teuer sein könnte. Ich glaube fest daran, dass Sie einen Weg finden könnten, zu fliehen. Bitte beherzigen Sie diese Zeilen, Louis Flynn. Leute, es ist verdammt heiß, also mein Gehirn nicht funktionieren. Lesefähigkeiten sehr schlecht. Was ist das hier? Nie wieder, hoffe ich. Nie wieder, hoffe ich? War das eine Marke? Militär? Noch ein Brief! Von meinem Freund Vonderberg. Mr. Reed, wie es scheint, haben Sie sich bei den Ermittlungen für Mr. Throckmorton überanstrengt. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich so dreist war, Sie ungefragt ins Devil's Reef zu bringen, als Sie bewusstlos waren. Ach ja, ist ja ganz normal. Ich bin dauernd bewusstlos. Bitte passen Sie in Zukunft besser auf sich auf. Ich kann nicht jedes Mal zur Stelle sein, wenn es brenzlig wird. Johannes. Naja, ich hätte ja auch ertrinken können. Oder? Ich meine, ich liege da in... in der Pfütze, in der Stadt, wo es permanent regnet. Ich hätte tot sein können. Und ich bin so zugedröhnt. So kann doch eh nichts mehr. Da fühlt man sich glatt ein bisschen wie zu Hause. What? Ich vermisse Boston schon. Es wurde sogar ein Schild angebracht, damit die Leute wissen, hey, hier ist ein Privatdetektiv. Ich bin doch hier nur zu Gast. Was zum Geier hat es mit diesem merkwürdigen Sessel auf sich? Die Albträume. Ich habe die Fenster verrammelt und die Tür abgeschlossen. Die Männer des Gelben Königs sind schließlich nur Menschen. Reinkommen werden sie jetzt sicher nicht mehr. Tja, nun bin ich alleine. Alleine mit diesen Albträumen. Schon bald werde ich ihren Sinn verstehen. Die Albträume. Ein Mann des Wahnsinns hat in diesem Zimmer gehaust. Die Tür gibt nicht nach. Passen Sie auf, Mr. Archer. Ich habe gesehen, wie Sie Gegenstände in Ihr Zimmer gezogen haben. Passen Sie auf den Boden auf, da ich Ihnen sonst jeden Kratzer in Rechnung stellen werde. Der Hotelbesitzer. Der mysteriöse Hotelbesitzer. Was kann das nur bedeuten? Und wer ist Mr. Archer? Mein Nachbar? Mein Nachbar, Mr. Archer? Sterling? Archer? Ein Koffer. Mit Schießpulver. Und zu viele Zufälle. Der Leuchtturm leuchtete nicht mehr. Mehrere Schiffe irrten deswegen auf dem Meer umher und manche von ihnen verzieren nun die Strände der Stadt. Achso, ich sag ja, heute ist warm. Es gibt da einen geschäftssüchtigen Kerl am Hafen der Stadt, der Schrottsammler, damit beauftragt, Schiffe zu bergen. Er verkauft sie und er wirtschaftet damit ordentlich Profit. Das kann kein Zufall sein. Ich muss der Sache nachgehen. Wenn es nur nicht so unglaublich schwer wäre, sich in der Stadt zurechtzufinden. Das stimmt. Die Stadt ist ein einziges Labyrinth. Und die Badezimmer hier sind aus der Hölle. Einziges Grauen. Warum schließen die Leute eigentlich nicht ab? Irgendwie ist das Spiel ganz schön verrückt. Irgendwie auch unheimlich. Nun, wie es scheint, waren wir hier oben gründlich. Okay, Hinweise eventuell möglicherweise, aber wir bekommen hier nichts angezeigt. Endlich sind Sie wach. Also, wenn Sie hier bleiben wollen, Mister, dann machen Sie in Zukunft nicht so einen Krawall. Moment, Krawall? Und sind Sie ein Mensch? Fischmensch? Eine Mischung? Keine Ahnung, ist das Fettfalten oder Kiemen? Verzeihen Sie, wer sind Sie nochmal? Haben Sie sich den Kopf gestoßen?
Ich bin Victor Olmsted und mir gehört dieser Laden. Das Devil's Reef Hotel. Ah ja, Krawall? Krawall? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Meine Gäste haben sich anständig zu verhalten. Gestöhne, Gegröle und dergleichen will ich hier nicht hören, verstanden? Ich, hab Vision. Woher wollen Sie wissen, dass ich Krawall gemacht habe? Könnte genauso gut nebenan gewesen sein. Ich habe geschlafen wie ein Stein. Ja, so etwas kann nur ein Neuankömmling sagen. Die Gäste nebenan sind anständige Leute und würden so etwas nie tun. Glauben Sie ja nicht, dass Sie sich wegen Ihres gelb gekleideten Gönners alles erlauben können? Sie sind nicht gerade nett zu Ihren Gästen. Aber ohne Sie könnten Sie Ihr Hotel dicht machen. Die Neuankömmlinge, die seit der Flut hierher kommen, sind doch alle verrückt. Was meinen Sie damit? Sie können sich nicht vorstellen, was für seltsame Notizen und Bücher ich auf Ihren Zimmern finde, wenn Sie wieder weg sind. Die taugen nur für den Herd in der Küche. Darf ich einen Blick darauf werfen? Wusste ich's doch. Niemand mit klarem Verstand würde sich dafür interessieren. Aber Sie wollen natürlich einen Blick darauf werfen. Gut, wie Sie meinen. Sie können den Krempel haben. Oh, wow. Achtung von hinten. Stimmen aus dem Rohr. What? Alleingelassenes Kind, verzweifelte Frau. Ich behalte sie im Auge. Ja, ja. Lieber Victor, wie geht es dir in Oakmont? Solltest du Hilfe benötigen, werden die Blackwoods zur Stelle sein. Ich habe das arrangiert. Was deine Frage betrifft, ich weiß leider nicht, wohin es Robert verschlagen hat. Mir ist nur bekannt, dass er nicht in Innsmouth geblieben ist. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, dass er diesen schrecklichen Überfall überlebt hat. Kümmere dich bitte gut um das Hotel. Viele Verwandte haben sich dafür interessiert, aber du bist und bleibst mein Lieblingsneffe. Ich weiß, dass das Devil's Reef bei dir in guten Händen ist. Liebe Grüße, Tante Portia. Neuankömmling. Ah ja, er hat eine Tante. Vetternwirtschaft, ha? Huh? Fische halten zusammen, Affen halten zusammen. Und ich bin hier der Freak und der Neuankömmling. Psychopathen alles hier. Gib mir die Kiste. Geh mir aus dem Weg. Fisch. Mensch. Ah, ein Sicherungskasten. Nun gut. Ich denke mal, die Folge ist rum. Neuer Schnellreisepunkt. Das ist auf jeden Fall optimal. Ah ja, die Telefonzellen sind also Schnellreisepunkte. Und ich habe gesehen, man kriegt Erfahrungspunkte. Das bedeutet, man wird wohl auch leveln. Hier drüben haben wir unser Boot. Wir müssen nämlich nicht alles zu Fuß machen. Wir können uns auch mit dem Boot bewegen. Und zwar hier diese Kanale, Straßen entlang. Ich bin jetzt hier und wir wollten, soweit ich weiß, zur Expedition. Die Expedition, eine Bibliothek. Was haben wir hier? Anwesen. Das ist das Anwesen, wo wir danach hin müssen. Und Rathaus haben wir hier oben. Mhm. Na gut. Ja, wir sehen uns wieder. Vielleicht in der nächsten Folge. Ich finde das Spiel schon interessant. Aber ich kann mir jetzt schon denken, die meisten haben einfach keine Geduld für sowas hier. Neuer Ort. Befallenes Gebiet. Oh, hier sind mehrere Boote, die wir verwenden können. Es ist halt wirklich ein Spiel, wo man zuhören muss, verstehen muss, mitdenken muss. Und ich weiß, es überfordert viele Menschen, was ja schade ist. Aber so ist es eben nun mal. Gott, was bist denn du für ein Freak? Es gibt jede Menge Freaks. Gut, ich denke, ihr habt einen Eindruck bekommen von dem Spiel. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Vielleicht bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen und tschüss!